Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2, The Age of Kings. Ja Leute, das letzte Mal haben wir die Schlacht von Paris geschlagen. Eigentlich haben wir Paris geholt und mehrheitlich ausradiert. Aber wir haben die Schlacht verloren, offiziell. Und Johanna wurde von den bösen Burgundern gefangen genommen. Das ist natürlich ganz traurig. Was aber noch trauriger ist, sie ist dann auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden von Engländern, die sie ja, der Hexerei angeklagt haben. Und dann natürlich, ja, dass sie auch noch so ein bisschen drauf beruht hat, ja, ich höre göttliche Stimmen und die sagen, der Frankreich muss befreit werden. Das kann man natürlich auch anders traktieren, so von wegen, ja, zu der spricht da ja mit der Teufel. Zu der Zeit konnte man das eh unterschiedlich auslegen, was da gesagt und gemacht und gehört wird. Auf jeden Fall, obwohl heute kann man es auch. Ne? Aber ist ja egal, auf jeden Fall ist sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Und ja, das gab einen gewissen Moralschub für unsere Leute. Die wollen jetzt diese Drecks-Engländer und Burgunder endgültig aus Frankreich rausprügeln für Johanna. Und inzwischen haben wir da ein riesiges Heer, also ja, ein großes Heer von Bauern und Adligen, angeführt von Guy Joseline. Aber wir haben hier auch noch mehr Leute, also wir haben der Constable Richemont, wir haben Lair. Wir hatten da irgendwo noch eine Jean Bureau mit Kanonen. Also ganz, ganz viele, ganz tolle Leute, die jetzt Johanna rächen wollen. Und das ist auch gut so, wir werden die Engländer nun bei... oh, schön, Pepe spielt, alles klar. Prof ist wieder da. ist natürlich, wir werden die bösen Engländer jetzt hier rausprügeln, endgültig. Die große Schlacht bei Castillon, die letzte Schlacht vom 100-jährigen Krieg. Ja, 4, 5. Was? Oi, 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 oi. Ja, was. Wie bitte, ein Bogenschütze, komm her. Komm her, du burgundische Stückchen Bogenschütze. Ui, ui. Ach du. Okay. Okay, alles klar. Komm zurück. Richemont, das erledigst du bitte. Was haben wir da sonst noch? So Schwertkämpfer. Wo waren wir? 5, 6, 7, 8. Nee. Oh Gott. Nein, das wäre die 9 und das wäre die 8 und der Rest ist halt Fusel. Wird nicht verwendet, vorerst mal. So, 2. Constable. Ja, ich habe es beim Hochladen und Bearbeiten der letzten Folge gemerkt, dass ich da absolut, absolut unschön spiele. Ne? Da haben wir gar keine tollen Zahlen bei unseren Truppen, die ich ja eh nicht benutze, sobald ich sie eingeführt habe. Aber, ne. So pro forma geben wir mal jeder Einheit eine Nummer. Na genau, erledige mal die Drecksdinger. Ey, der hat fast getroffen. Komm her. Komm du mal her, du. Ja, weißt du was? Ich glaube, der könnte das sogar reißen. Aber, euch meine Lieben, ziehen wir jetzt irgendwie hier hin. Zwei? Sag mal. Also, nee, du darfst. Also, nur dass ich es mal gesagt habe, du darfst gerne die Leute verfolgen und verprügeln. Es ist absolut erlaubt. Ich würde sogar in diesem Fall sagen, es ist erwünscht. Ich bin ja sonst ein sehr friedlicher Mensch. Ich würde niemals, sagen wir,
als Pro-Frankreich-Spieler zum Beispiel Paris verbrennen. Das wird mir nie einfallen. Ne, also wirklich friedlich, aber jetzt in diesem Fall solltest du die Leute wirklich da ein bisschen wegmobben. Bitte. Oh, wie bitte? Ja. Ich glaube, Guy kann auch mal mithelfen. Ich glaube, wir können da allgemein mal so alles ein bisschen runterziehen. Und Rai kann auch runter. Hier. Er bleibt hier, aber Schwertkämpfer können mal runter. Genau. Vielleicht kann man doch die Null geben. Geht das? Ja, tatsächlich. Bis wir mal einen Platz gefunden haben, dann müssen wir es eh wieder. Constable! Also echt mal, deine Moral nicht vorhanden, ne? Gibt es sonst noch irgendwo irgendwelche Fieslinge? Du kannst das mal weghauen. Alles klar. Das war mal nicht schlecht. Also ja, die vier, ja genau. Ja, das ist gut. Die Reiterei bleibt mal da oben. Constable. Nee, der findet da nichts. Da ist nichts. Vielleicht sollten wir da neun wirklich sagen. Okay, gut, sie haben das souverän. Okay, 9. Geht weg. Bevor er mir da jetzt irgendetwas wegschießt. Ja, genau. Also, wo war der passive Haltung? Er macht gar nichts. Und ihr erledigt das bitte. Ah, nein, das sind die Schwertkämpfer, aber so. Ah, nein, ihr habt die passive Haltung. Ihr macht gar nichts. Sehr schön. Wie jetzt? Ernsthaft? Von allen Seiten? Ich hätte doch oben bleiben sollen. Das ist ja richtig übel. Da, nein! Nein, doch nicht, doch. Puh. Menschenskind. Also, Konstable. Da waren doch irgendwelche Priester mal unterwegs. Ihr hilft mit. Da kommt mal alle hierher. So. Ach nee. Na, sehr schön, danke. Dass irgendjemand begriffen. Also, wer bist denn du? Was baust du hier? Was ist denn das? Was haben wir denn hier gefunden? Oh, ist das die? Ist das das Städtchen von unseren Kollegen hier? Lair, hilf mit. In dem Fall. Oh ja, tatsächlich. Das gefällt mir. Weißt du was? Ihr Kanonens, ihr könnt das bestimmt auch wegpilzen. Dann stört dieser Turm mich schon mal nicht mehr. Das fände ich äußerst angenehm. Lair! Ah, schön. Unser Schwertmeister. Das sieht doch mal professionell aus. Also ja, professionell, gut. Man könnte das sinnvoller aufbauen, zugegeben. Aber... obwohl, wisst ihr was?
Haut mal das Dorfzentrum weg. Das fände ich echt, echt toll. Ihr dürft alle. Ganz ehrlich, ihr dürft alle. Jetzt im Ernst, ne? Ich weiß, das ist echt seltsam, aber ihr dürft da alle drauf pilzen. Das ist wirklich erlaubt. Ah, da haben wir es doch. Oh, nein, nicht die Kanonen. Mein Herr, wir könnten versuchen, die Burgunder zu besiegen und dann in ihrer alten Stadt ihren Stützpunkt errichten. Nein! Ist nur so ein. Ihr Pisser, habt mir einfach die Kanonen weggepilzt. Ah. Wie geht's euch? Ja, ich glaube, das schafft er problemlos. Okay, aber können wir da bitte das ein bisschen besser sichern oder so? Meine Kanonen. Nein, du bleibst mal hier. Der Guy, der hatte Probleme. Wurde mal angepöbelt, habe ich gehört. Ja, dann mach mal da alles kaputt. Wisst ihr was, ihr könnt ja mal so ein bisschen scouten. Mal schauen, wo wir da hochkommen. Okay, da gäbe es einen Übergang zum Engländer. Und da gäbe es einen Eingang zum, also Hintereingang zum Burgunder, alles klar. Ja, nicht sonderlich hilfreich, aber ist okay. Ah, da müssen wir jetzt aufpassen, dass die Jungs uns nicht folgen und jetzt nicht jetzt von dem Ufer wegbölzen. Das wäre ungünstig. Was wir hingegen ganz, ganz frech machen könnten, und das speichere ich, glaube, so einen ganz frechen Hinterangriff mit Kanonens. Vielleicht klappt das ja, dass die Jungs, ja, genau, rollt mal rüber. Ja, er wählt auch den richtigen Weg, hoffentlich. Ja, halbwegs. Wo ist Lair? Ah, schön. Und die Helden dürfen das sich ein bisschen austoben. Die Jungs können das jetzt soweit halten. Und die Kanonen kommen dann von hinten und machen hier bitte ein Loch. In der Hoffnung, dass der Gegner jetzt wirklich alle Truppen vorher zu uns geschickt hat. Um sein Dörfchen zu retten. Jetzt. Genau. Richtig, das war wunderbar. Lehrbuchmäßig. Leute, perfekt. Nicht mal ich hätte es besser hingekriegt. Jetzt macht das kaputt. Kanonen, seid ihr da? Leider da. Komm schon. Ich finde meine Idee super. Ich weiß, es ist langsam. Und eigentlich könnten wir mit allem angreifen, aber ich weiß nicht, wie lange wir brauchen, bis wir mal endlich was bauen können. Daher finde ich den Ansatz jetzt irgendwie berechtigt. Hopp. Weg mit diese. Oh wow, das ist dumm.
Lass das kommen. Nee, 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 nee. Lass die kommen. Okay, ihr zieht euch zurück. Wie ist das? Okay, gut, so geht's auch. Aber er steht jetzt ein bisschen grob fahrlässig mit Gesicht zum Gegner. La 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 la. Da war ja mein Bogenschütze, der nach uns gesucht hat, glaube ich. Soll er doch? Okay, vielleicht auch sollte ich wirklich vorsichtig sein mit den Kanonen. Sonst haben wir nachher keine. Wie geht's euch? Nee, 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 lass das. Das könnten wir eigentlich noch brauchen. Wieder weg. Hm. Die Taktik gefällt mir. Oh, lass das, lass das, lass das. Mann. Muss ich jetzt ernsthaft... Wir haben da ein paar Helden, die werden das schon erledigen. Diese kleine Fusel. Hm, Kanon geht's immer noch gut? Alles klar, dann weiter. Hm, diese Art der Kriegsführung gefällt mir. Schade, dass wir keine Pikiniere haben. Das wäre richtig toll gegen die englischen Reiter, die da ständig kommen. Das wäre richtig geil. Wäre das. Rückzug! Wir müssen Frankreich den Franzosen überlassen. Mein Herr, wir haben den Rohstoffvorrat der Burgunder in unseren Besitz gebracht. Was? Was? Was ist passiert? Haben wir jetzt gerade Burgund rausgeschmissen? Alles klar, ich speichere mal. So, sicherheitshalber. Keine Ahnung, was jetzt kommt, aber... Ich glaube... Meine Lieben... Ihr könnt euch mal installieren. Ihr könnt schon mal sowas bauen, ne? Das ist doch toll. Yay! Haben wir das Zeug endlich. Ihr könnt euch mal verstecken. Und er guckt, dass er nicht in die Pfeile der Gegner reinläuft. Oh, schön. Schön habt ihr das gemacht. Okay, die ganzen Türme sind... Nein. Die sind, glaube ich, ein bisschen schneller. Ah, zwar. Oh, er hat's aufgegeben. Okay, okay. Alles klar. Alles klar. Ich will einen Priester haben. Bald mal. Was ist denn das? Ja, richtig. Ist auch richtig so. Ist jetzt also komplett richtig so. Da gibt es so einen Turm. Den könnte man... Na, kommt mal zuerst zurück. Jetzt können wir endlich mit der Wirtschaft haben. Das ist doch was richtig Tolles. Ah gut, wir sollten, glaube ich, 20 Milliarden... Nein. Häuser bauen. Ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Aber... So. Gold. Nein. Steine. Vielleicht noch jemand. Oh, weißt du was? Lauf mal. Ich will dort hinten holzen. Ach, weil es so weit weg ist und es niemand erwartet. Ohne die Jungfrau seid ihr nichts. Bereitet euch auf den Kampf vor. Wir kommen. Aha.
kommt doch. Pisser. Habt eine wehrlose Jungfrau getötet. Seid ihr stolz drauf? Ernsthaft? Seid ihr jetzt wirklich ernsthaft stolz drauf? Okay, gut, dann zuerst den Typ. Ich hätte eigentlich gern die zwei Bogenschützen weg. Könnt ihr das erledigen? Liegt das im Bereich des... Schade. Wisst ihr, was auch noch toll wäre? Da, Arbeitslose bauen. Das ist natürlich immer super. Was richtig, richtig toll wäre. Ach du. Ihr da. Obwohl, sie kommen ja auch gerade zu euch, aber trotzdem. Ich glaube, Fräulein, komm mal her. Ach du heilige, nein! Ihr Pisser habt mir einen Bauern gekillt. Ey, das ist doch einfach... Ihr habt doch echt keine Ehre, oder? Ihr Pisser habt doch 0, gar keine Ehre, oder? Ihr tötet einfach wehrlose Bauern. Ah. Sowas von... Haben wir noch... Ah ja, perfekt. Einfach weil ich es gerade lustig finde. Es tut mir leid, aber ich finde es jetzt echt lustig. Genau, Fräulein, weißt du was? Nein. Das ist der fette, fette. Okay, alles klar. Alles ruhig. Na, bau mal so. Eieiei, ich glaube, wir kriegen da ein klein wenig aufs Dach. Ui, das ist unschön. Denn da, das da. Ach du Heilige. Okay, der Gegner hat ordentlich was. Ach du. Okay. Machst du da bitte zu? Ach ja, toll. Ja, bitte einfach mal zumachen. Der kommt mal rein. Oder raus. Oder irgendwo hinweg, wo ihr nicht einfach abgeschossen werdet. Obwohl, wir haben ja die... Wir haben die schnellen Ritter. Wir haben die langsamen Ritter. Haben wir noch unsere Helden? Gie. Jag deinen Scheiß mal. Yeah.
Ah, Constable. Constable ist ja eigentlich recht massiv. Oh Mann, nein. Wir werden da aber aufgerieben. Haben wir jetzt langsam irgendetwas äußer? Hier wird meine Geschichte enden. Was? Joseline? Ist gestorben. Wann? Wo? Haha. Fräulein, hast du das zugemacht? Wieso habe ich das Gefühl, dass das hier flüchten muss? Ja. Ja, doch. Macht's kaputt. Das muss nämlich fliehen. Aber dringend, vor allem der da muss fliehen. Du reitest auch mal weg. Oh, no, 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 no. Okay, gut, du mobst den Fusel hier. Ach du Heilige, weg. 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 Nein, doch nicht Constable. Flieh, du Narr. Eieieiei. Ja, ich glaube, wir haben da ein bisschen was versaut. Versteckst dich. Oh, weia. Ihr rollt auch weg, wenn ihr das noch könnt. Ich glaube ja nicht. Ah, interessant. Ist La hier? Wieso habe ich das Gefühl, dass wir verloren haben? Das dumpfe Gefühl. Ich sterbe einen ehrenvollen Tod. Toll. Na super. Ja, das. Haben wir genügend von irgendetwas um? Ja, haben wir eigentlich sogar. Das könnten wir versuchen. Da sind mir jetzt zu viele gute Männer gestorben heute. Oh Mann, echt jetzt? Das ist jetzt richtig, richtig böse. Okay, gut, mal schauen, ob wir uns verstecken können. Na, ja, wir haben sogar noch was Halbtotes hier retten können. Ja, dann sollen Sie sich mal da mit den Mauern beschäftigen. So Spaß. Vielleicht suchen Sie nicht nach uns. Das ist immer noch meine Hoffnung. Halt ein bisschen billig, aber oh Mann, das war jetzt echt bitter. Zwei Helden verloren. Mensch, was ist das denn für eine Folge? Ja, toll, ne, Ron gefunden. Oder beinahe. Ei. Liebe, Sam. Oh ja. Liebe. Ja, vielleicht könnte er doch noch fliehen oder so. Das wäre ganz toll. Fände ich super duper.
Marktplatz. Ja, das wird mal da ein bisschen weggeschossen. Eieiei. Ja, Leute. Das ging gar nicht nach Plan. Ich habe es irgendwie nicht erwartet, aber vielleicht können wir es noch reißen. Und ihr merkt schon, die Folge ist eigentlich so gut wie vorbei. Und falls ihr sehen wollt, ob wir das reißen können oder ob ich neu starten muss und das irgendwie schneller erledigen muss, schneller wahrscheinlich wirklich von Anfang an durchrennen, zu Burgund runter, den platt machen, Ressourcen neu aufbauen, ratz, 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 das ginge schon schneller. Naja, aber vielleicht, wie gesagt, können wir das noch reißen. Und ja, Leute, falls ihr das sehen wollt, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.